Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur 8. Folge hier bei WoW Classic mit meinem Schurken auf Stufe 10 mittlerweile in der letzten Folge geschafft. Ja, in den letzten beiden Folgen habe ich ja die in meinen Augen schwerste Quest hier auf Teldrassil auf dem Baumstumpf gemacht, bin dort aber noch nicht ganz fertig in den Grabhügeln von Ban Estil Hollow, hier wo der Mauspfeil rotiert, zu sehen, denn ich muss noch schwarz, wie ist das Ding, den Voodoo-Glücksbringer sammeln von den Schamanen und dann den Schwarzklaue oder wie er da unten hieß, ja, töten und erlösen, das aber erst bei gegebener Zeit, denn ja, es war ein bisschen chaotisch natürlich, es hat viele Tode gegeben, ist alles nicht so weiter dramatisch, denn damit habe ich auch im Vorfeld schon gerechnet, dass das so werden wird. Aber zuvor, bevor es da wieder reingeht, habe ich dann erst einmal Level 10 erreicht und mache hier jetzt erst einmal mit anderen Quests weiter, die noch offen sind. Und zwar hier sollen wir Bäumlingssamenkörner sammeln und Bäumlingssprossen. Die Sprossen sind hier so als so eine komischen Wurzeldinger verteilt hier am Al-Ames-See. Davon benötige ich 12 Stück und von den Bäumlingen ein paar weniger, das sind nur 8. Ja, das hilft uns ein wenig besser zu werden und dann ist auch die Höhle Ban Estil Hollow nicht mehr so das Problem. Ich hätte das vielleicht auch mal vorher machen sollen, bevor ich in diese Höhle gehe, aber ja, farblich war diese Quest auf niedrigeren Level auch gelb, ist jetzt grün geworden mit Stufe 10. Und ja, deswegen hole ich sie jetzt einfach mal nach. Hoffe darauf, dass ich noch irgendwie einen zweiten Dolch finde, da ich ja ab Stufe 10 die Beidhändigkeit kann. Nur ist dazu die Frage, ja, droppt es oder droppt es nicht, denn einen zweiten Dolch sich zu kaufen ist unnötig. Das wäre Geldverschwendung und Gold hat man ja ohnehin schon recht wenig hier in WoW Classic. Da sollte man jeden Cent zweimal umdrehen und sich überlegen, brauche ich den Skill, brauche ich XYZ jetzt unbedingt vom Händler oder aus dem Optionshaus. Denn nicht alles ist notwendig und ja, bis Stufe 40 ist es weit. Denn dort erwartet uns natürlich auch erst die Reitfähigkeit und das erste Mount, was auch nicht gerade sehr preiswert ist. Da haben die Menschen einen kleinen Vorteil durch ihren Rufbonus, den sie beim Leveln bekommen. Die sammeln ja mehr Ruf. Dadurch sind sie in Relation gesehen zu anderen Klassen etwas schneller ehrfürchtig. Und dementsprechend würden auch die Preise sinken für das Mount. Unser Ruf ist ja noch eher verhalten, da wir erst Stufe 10 sind. Ah, schade, da war ich zu langsam, um mich in die Verstohlenheit zu verstecken. Ja, sonst, ich musste ein bisschen die Karte anpassen. Da hat er mir gesagt, nö, Add-on wird nicht geladen nach dem Update, weil Curse ist doch mit Twitch jetzt schon länger vereint und darüber aktualisiere ich ja auch meine Add-ons und er hat halt nicht das Add-on für Classic 1.13 heruntergeladen, sondern für 8.3, warum auch immer. Und dann habe ich das separat über die Twitch-Curse-Seite, wie auch immer sie jetzt heißt, heruntergeladen und dann ging es wieder. Ich musste es ein bisschen neu ausrichten und anpassen. Ich hoffe, das passt so und ist für jeden gut erkenntlich. Und ja, das nur so nebenbei, falls einem auffällt, dass die Karte ein bisschen anders ausschaut. Lag es daran. Ja, ansonsten brauchen wir jetzt noch 4 von den Sprossen. Ja, die sind jetzt hier nicht gerade dicht beisammen verteilt. Aber gut, wir sind ja auch erst Level 10. Können alle möglichen Erfahrungspunkte gut gebrauchen. Und ansonsten, ihr wisst es ja, viel, viel Laufarbeit. Daran sollte sich ja man mittlerweile gewöhnt haben, auch erst nach den Folgen. Das alles nun mal
ein wenig länger dauert, aber ich bin eigentlich ganz froh darüber. 7 Folgen bis Level 10. Ja, ich habe mich da so ein bisschen in der Höhle verirrt und gequält, in Anführungszeichen, aber ich denke mal, damit kann ich ganz gut leben. 7 Folgen bis Stufe 10 und dann mal gucken. Das nächste kleine Ziel ist dann, ja, was soll man sagen, die Klassenquest auf jeden Fall. Die uns hier noch erwartet auf Teldrassil. Die Schurkenklassenquest und ja, dann ist das nächste Ziel eigentlich natürlich Teldrassil zu verlassen. Das ist ja mein angekündigtes Ziel, auf jeden Fall das Startgebiet zu beenden und dann würde es wie gewohnt für euch mit meinem normalen Retail World of Warcraft Let's Play weitergehen, wo mein Zwerg Kann nicht Magier behilflich sein. darauf wartet, in Draenor alle möglichen Dinge zu erkunden, die es dort neu gibt. So, und wir sollen jetzt Mögen einen euch die Sterne bäumlichen leiten. Samenkorn Was führt euch hierher? nach Darnassus bringen und ich bekomme ja leider nichts von ihm. Die Göttin schütze euch. So, pflanzt er die noch ein oder darf ich abhauen? Nee, es passiert nichts weiter, dann kommt das erst später, wenn ich diese Baumsamen sammel. Jo, denn auf dem Weg in Richtung Dolana kloppen wir denn noch ein paar Bäumlinge und dann würde es jetzt fußläufig wieder in die Höhle gehen. Denn dort muss ich ja natürlich als nächstes rein. Ich habe jetzt nicht gerade viele Quests offen. Einmal Darnassus, zweimal Darnassus sogar wegen der Klassenquests. Ja, die Voodoo-Glücksbringer ist klar. Die Turmalin-Fiole ist auch in Richtung Darnassus. Da müssen wir vor dem großen Eingangstorbogen einmal rechts abbiegen. Oder links, ich weiß gar nicht, welche wir da nehmen, ob wir die oben oder die untere nehmen. Müsste ich selber erstmal nochmal kurz rüberschauen. Das war schon richtig angeklickt. Nö, südöstlich ist. Ja, was ist für euch wieder südöstlich, ne? Aber Süden ist schon richtig. Weil südöstlich von Darnassus, das ist dann da unten. So, ein paar Nachtsäbler. Ich brauche noch relativ viele Nachtsäbler eigentlich. Da ich erst Stufe 8 habe. Bisschen Glück gleich Stufe 10. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel Leder, oder? Ah ne, ich habe ja schon das. Das war ja schon das Rüstungsset. Ich habe gerade gedacht, ich mache leichtes Leder. Nee, Quatsch. Da vorne ist noch ein Tigerchen. Ja, wie gesagt, wenn hier mehr Leute unterwegs wären, aber so die Mehrheit ist halt schon Stufe 60 und geistert im Endgame rum. Und ja, wie gesagt, der große WoW-Klassik-Hype ist halt vorbei. Es gibt relativ viele deutsche Server. Dadurch verteilt sich die Masse sehr weitläufig auf die ganzen deutschen Server und ja, so viele Leute fangen halt keine Twinks an. Weil es nun mal eine echt nicht freundliche Aufgabe ist, mehrere Charaktere in Klassik zu haben, die auf Stufe 60 zu bringen. Das erfordert sehr, sehr viel Zeit. Also die meisten, sowas zumindest damals, vor gefühlt 15 Jahren, die meisten haben halt ihren Main-Charakter natürlich, mit dem sie raiden und Instanzen gehen und so weiter und so weiter. Ich muss mein Inventar noch vorher ein bisschen leer machen. Ich habe zwar viele Taschen, aber es ist besser, wenn ich mit leeren Was führt Sachen euch hierher? oder leeren Taschen da reingehe. Ja gut, ich kann damit ja auch nichts weiter anfangen. Die Edwards ist auch nicht so wichtig. Das kommt dahin. Gut. Seid vorsichtig. Ja, wie gesagt, die meisten haben nun mal ihren Main-Charakter und ja, maximal einen Twink, der eventuell ja als Bank fungiert oder so sporadisch gelevelt wird, wenn man mal wirklich Zeit hat. Aber so richtig intensiv eher gezockt werden, tun da we sicherlich die wenigsten, dass sie intensiv ihre Charaktere daddeln. Das ist heutzutage halt so ein bisschen anders. Die Zeit ist anders. Da spreche ich doch auch aus eigener Erfahrung. So, ich gehe aber trotzdem außenrum, pack mir die Lederfetzen beiseite. Ja, es fehlt halt noch sehr viel, was die Berufsfähigkeiten angeht. Natürlich, ich kann es dann nachher in
Na, ich komme jetzt nicht in Overdin, eine Dunkelküste. Gut, weiter skillen. Die Lederverarbeitung, aber hier ist das halt ein bisschen einfacher eigentlich. Weil in Teldrassil hier doch sehr gut ja, die Nachtsäbler umlaufen. Aber ich denke mal, wir machen das einfach mal so, wie sie uns vor die Nase laufen, und dann wird das irgendwie schon passen. Und ansonsten werden wir mal eine Skill-Folge machen und ein bisschen, ja, leichtes Leder sammeln. Gut, jetzt geht's wieder in Richtung Ban Essil Hollow, hier an den Wegelagern vorbei. An denen schleiche ich mich jetzt weitestgehend vorbei, weil das, ja, gefühlt natürlich genauso lange dauern würde. Ja, schleichen ist jetzt nicht gerade die schnellste Variante. Er hat ja nur 50% Bewegungsgeschwindigkeit, aber ich erspare mir ein paar Kämpfe. Und ich muss in der Höhle schon genug kämpfen. Deswegen schleiche ich jetzt hier zumindest an dieser Masse, die hier unten an diesem Hang steht, vorbei und kann da oben dann erstmal ganz normal anfangen, sie zu besiegen. So, jetzt sind eigentlich die meisten, bis auf der eine da, außer Reichweite, dann gehen wir wieder raus aus der Verstohlenheit. So, und ab hier sehen wir nämlich schon Schamanen. Ja, und dann drückt mir die Daumen, dass das nicht so lange... Leute, er hat mich vorher gesehen, bevor ich in die Verstohlenheit gegangen bin. Ja, dass ich ein bisschen Glück habe, was den Talisman angeht. Es wäre jetzt ein bisschen übertrieben, das gleich beim ersten Mob zu bekommen. So viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben. Ansonsten, die Schamanen sind halt immer ein bisschen fies, da sie sich nun mal selbst heilen können. Und die ganzen Mobs hier nun mal auch ziemlich dicht beieinander stehen. So, den lasse ich mal ein bisschen weiterlaufen. Oh, ich treffe ihn sogar gleich zweimal kritisch, das ist natürlich perfekt. Ist halt der kleine Vorteil jetzt auf Stufe 10. Man verfehlt weniger, man trifft in Anführungszeichen mit Glück auch häufiger kritisch. Und dann hat man im Allgemeinen schon weniger Probleme mit den Mobs hier. An und in dieser Höhle. Nur die Heilung kriege ich jetzt nicht unterbrochen. Wie gesagt, dieser Talisman, das kann sich hinziehen, also dieser Voodoo-Glücksbringer. Ja, auch die Heilung kann ich nicht verhindern. So schnell ist mein Solar, das ist nicht. Aber gut. Ich weiche relativ häufig aus und dann passt das schon. So viel Schaden wie in den letzten beiden Folgen bekomme ich zum Glück doch jetzt nicht auf Level 10. Das ist schon ein großer Vorteil. Als wenn man die 1:1 mit Stufe 7 und auf gleicher Stufe die begegnet, dann ist das schon eine andere Hausnummer. Wie ihr ja in den vorangegangenen Folgen selbst gemerkt habt. So, und jetzt heißt es halt einfach nur Glück haben und den Glücksbringer finden. Wäre jetzt natürlich cool, wenn der letzte Schamane von hier draußen den hat. So, ich wollte mal gucken. Der Kopfschuss hat keine Abklingzeit, aber er holt mich aus der Verstohlenheit raus. Und sie hält 25 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Achso, ich kann nicht in Verstohlenheit gehen, weil die Kopfschuss mich in den Kampf bringt. Aber das kann ich natürlich nur außerhalb des Kampfes. Dann bringt mir das natürlich nichts gegen den Kleinen hier. Aber in seinem Fall hat das zumindest die Heilung verhindert. Aber okay, das war mal so ein kleiner Test meinerseits. Weil die Kopf muss mich, warum auch immer, aus der Verstohlenheit rausgeholt hat. Ja, weiß ich nicht. Normalerweise sollte das nicht passieren. Aber es tut's. Na gut. Kann sein, dass das auch zu irgendeinem späteren Zeitpunkt mal überarbeitet worden ist.
Weil ich bin eigentlich der Meinung, dass die Kopfnuss den Schurken in der Verstohlenheit behält. Und ihn da nicht rausholt. Aber okay, das nehme ich dann einfach mal so hin. Tja, steht auch nicht weiter im Text, warum ich mich aufdecke. Wahrscheinlich, weil es als Angriff zählt. Und jeglicher Angriff holt mich halt aus der Verstohlenheit raus. Der sieht mich natürlich. Das muss ich aber umlabeln. Weil der Schamane sonst den anderen heilt. Und nicht sich selbst. Na komm. Glück gehabt. Ich konnte noch schnell genug mein Ausweiden raushauen. Und jetzt kümmern wir uns um den Verteidiger. Und auch der hat leider keinen Voodoo-Glücksbringer dabei. Ja, ein bisschen Leidenstoff benötige ich ja noch bis Stufe 40. Dann kann ich den schweren Leinenverband und da, ja, hoffe ich eigentlich auf die Dunkelküste, denn dort gibt es sehr, sehr viel Leinenstoff bei zwei bestimmten Quests. Also daran mangelt es eigentlich hier nicht im Nachtelfenstadtgebiet. Und in den folgenden darauf ein gesprungener Rundschild, auch der ist uninteressant für einen Schurken. Wobei ich in der Theorie, nee, Schilde kann ich glaube ich überhaupt nicht lernen. Später geht das glaube ich, dass man auch einfach so ein Schild anlegen kann. Aber da kann sein, dass ich auch gerade ein bisschen Quatsch erzähle. Gut, so hier ist der nächste Schamane. Auf das Sterling Glücksbringer dabei hat. Der hält sich natürlich. Leider nein. Ah, na toll, ich habe Besuch. Das ist natürlich nicht so gut. So, da drin steht auch ein Schamane. Und eine Nahrungsmittelkiste. Ja, ich probiere einfach mal beide, ohne mein Ausweichen. Sollte doch eigentlich funktionieren. Das ist schon mal sehr gut. Da haben zwei Skillpunkte, zwei Kombo-Punkte gereicht. Für den Schamanen. So, ein gesprungener Vorschlagshammer. Setz zurück. Klick weg. Nahrungsmittelkiste. Blauschimmelkäse. Mm. Ja, Streitkolben kann ich leider nicht tragen. Das müsste ich halt lernen. Um es benutzen zu können. So, dann gucken wir mal, was der andere hier für ein Chaos angerichtet hat. Oder ob der rausgelaufen ist. Aber es sieht beides nicht sehr danach aus. Oh, da ist eine Kiste. Die Kiste würde mich natürlich sehr interessieren, aber... Ach, jetzt steht hier noch rum. Ah, ich komme hier sind zautig rüber. So, wir tauschen mal die Lage. Ah, schade. Ich war zu schnell gelaufen. Ich konnte nicht in Verstohlenheit gehen. So, bitte habt den Glücksbringer dabei. Werter Schamane. Jetzt lockt er den anderen ab, ne? Ja. Gut. Dann erst noch den. So, reindrücken. Eine Donnerbüchse. Auch die kann ich nicht anlegen, weil ich Schusswaffen lernen muss. Aber ich glaube, Schusswaffen kann der Schurke nicht. Ich glaube nur Bögen. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber es wäre in meinem Kopf neu, dass der Schurke auch mit Schusswaffen als Distanzwaffe rumhantieren kann. Ich glaube nicht. Eventuell gibt es einen Zwergschurken schon? Eventuell der kann das. Ich glaube, Zwerge können auch Schurke werden. Ah, schade. Mit drei Lebenspunkten hat er es überlebt.
Dann das Ganze nochmal. So, auch nicht. Und hier bin ich schon wieder zu weit unten, oder? Agur. Verteidiger, Schamane, Schamane. Na gut. Alles klar, denn hoffen wir mal, dass er nicht allzu sehr wegläuft. Oder allzu schnell wegläuft. Ausgewichen. Gut, dann wird er jetzt wahrscheinlich irgendeinen anderen holen, oder? Nee, er läuft zum Glück mir entgegen. Und nicht in Richtung Verteidiger. So. Ein Kupfer. Und auf zum nächsten Battle. Zwischen mir und dem Schaman der Knarzklauen. Jetzt pullt er natürlich den Verteidiger. Aber es ist jetzt wieder dramatisch. Ja, das kann sich noch ein bisschen hinziehen, wenn der Schamane da nicht gleich das hat, was ich brauche. Aber diese Quest ist halt so leicht bescheiden. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr macht das mit mindestens noch ein paar weiteren Mitstreiter. Dann wisst ihr, wie lange das dauert, diesen Voodoo-Glücksbringer zu finden. Wenn ich alleine den schon nicht finde. Jetzt. Vielen Dank, habe ich ihn. Ich glaube, ich muss sogar da oben rein. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn der Agu da auf der Brücke bleibt. Aber ich bin nicht schnell genug in Verstohlenheit. Ah, jetzt sieht er mich natürlich. Gut. So, dreh mal bitte um. Ja, weil der hier mehr oder weniger bis hier reinläuft. Aber ich glaube, wenn hier nur einer drin ist... Ne, es sind auch zwei drin. Ist das natürlich alles kacke. Dann mache ich es mal so. Der eine kriegt die Kopfnuss. Den anderen sehe ich mal zu, dass ich ihn schnellstmöglich irgendwie auf Null bekomme. Und, Moment. Ich habe einen Dolch gefunden. Das erhöht meinen Schaden. Und auch meine Angriffe. Wow, jetzt geht das zackig. Habt ihr das gesehen? Was ein zweiter Dolch ausmacht. Also ich habe jetzt einen geschärften Brieföffner gefunden. Der genauso viel Schaden macht und auch Schaden pro Sekunde. Wie mein anderer Dolch. So, Seelenlosen Körper und den bla bla bla. Denn Robe oder Schwert. Nutzt mir natürlich beides nichts. Ja, ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch in der Zeit. Ich muss ja nur eine Etage tiefer. Nein. Also jetzt machen wir richtig schönen Schaden. Ich habe jetzt in beiden Händen Dolche. Also mache ich auch mit der Nebenhand jetzt gut Schaden. Also wie es aussieht, kann ich auch nicht mal einen Bogen tragen, weil das auch rot ist. Also muss ich sogar Bögen lernen. Dann habe ich sogar noch die leichte Hoffnung, dass ich doch Schusswaffen benutzen könnte als Schurke. So, ich schleiche jetzt einfach mal vor. Und muss mir das Quest noch markieren. Druide der Klaue befreit oben Zornklaues Geist. Der ist hier. Das Problem ist, hier stehen ganz schön viele Mobs rum. Ich mache mal den Schaman. Indem ich ihn natürlich nicht plündere. Schon wieder ausgewichen. So, jetzt muss ich schnell in die Verstohlenheit. Und hier irgendwo Zornklaue hauen. Aber ich muss hinter ihm sein und er sieht mich natürlich. Ach, Leute. Macht das doch nicht so schwer. So, einmal Zornklaue besiegen, in den Inventar gehen, den Glücksbringer anwenden. Dann bin ich der Meinung, dass ich das Quest auch wieder bei ihm abgeben muss, wo ich es her habe.
Aber da lesen wir doch gleich mal nach. Das hier sehen wir und dann. Ja, scheint zumindest so. Dann mal auf zurück. Unser Druidenkompane hat hier ja alles schön freigeschaltet. Freigeschaltet ist gut. Freigemacht. Getötet, wie auch immer. So. Ja, es ging schneller als erwartet. Ja, ich nehme das Schwert. Das hat ein bisschen mehr Verkaufswert als die Robe. Allerdings hätte ich das ja gerne. Aber ich kann Schwerter nicht benutzen. Ich muss dafür nach Sturmwind. Und ich werde es mir erst einmal beiseite packen. Aber ob ich es überhaupt benutzen und anwenden kann, weiß ich selbst nicht. Da ist noch ein großes Fragezeichen drüber. So, dann mal per Ruhestein zurück. Hier drin sind wir jetzt endlich fertig nach 3 Folgen. Sind die Grabhügel von Ban Estiel Hollow erledigt? Das waren alle Quests, die sich dort drin befinden. Ishnuala. Dann einmal noch das Inventar leer machen. Alles, was ich nicht benötige, verkaufen. Ja, beim nächsten Mal muss ich erstmal selber überlegen. Die Fiole, Ursa der Räufer ist auch ganz im Süden. Ja, beim nächsten Mal werden wir den Weg weiter folgen, wieder in Richtung Lederverarbeitungslehre und dann mal nach Süden gehen. Komplett, denn hier ganz im Süden ist auch Ursol der Raufer zu finden. Und ja, dann entdecken wir doch mal dort alles, was es so gibt. Töten noch ein paar Nachtsäbler für unsere Lederverarbeitung. Und dann lasst uns mal überraschen, was sonst noch alles so passiert in der nächsten Folge. Und dann danke ich wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.